Hallo und willkommen zu einem neuen Build-Order-Tutorial. Heute mache ich mal etwas anderes, denn ich stelle ein Bild vor, der speziell auf ein Volk und dessen Boni zugeschnitten ist. Es geht hier um einen Scout-Rush für die Burgunder, bei dem man die Felder sofort mit dem zweiten Feld-Upgrade baut und dann in der Ritterzeit direkt auf Chevaliere geht. Zum Großteil wird sich dieser Bild natürlich nicht von einem normalen Scout-Rush, wie ihn quasi jedes Volk spielen kann, unterscheiden. Da ich aber erst gestern in einem Team-Turnierspiel mit den Burgundern gespielt habe und dort mehr improvisiert habe, wollte ich das Ganze einmal probieren und einen klaren Bild daraus machen, auf den man sich auch verlassen kann. Und hiermit teile ich diese Erkenntnisse aus den eigenen Tests und auch den Sachen, die ich in Streams und Profis gelernt habe, mit euch. Basics werden hier natürlich nicht mehr erklärt, solltet ihr also gerade erst im Mehrspielermodus anfangen. Schaut euch am besten erstmal meinen Einsteigerguide an, auch dort werden Build-Orders erklärt und für Anfänger vereinfacht. Den Link zu der Playlist findet ihr in der Videobeschreibung und auch in der Infokarte oben rechts. Diese Burgunder-Strategie eignet sich im Grunde sowohl für 1 gegen 1 als auch Teamspiele, aber ich würde sie klar in letzterem stärker sehen. Im 1 gegen 1 würde ich nur dazu raten, wenn man die eigene Basis sehr leicht verteidigen und abmauern kann. In Teamspielen sollte man das Ganze nur als Pocket-Spieler machen, also einer der Spieler, die umschlossen von Verbündeten und weiter weg vom Gegner starten. Das Volk ist hier natürlich schon klar, wir spielen mit den Burgundern und nutzen sowohl den Vorteil, früher Wirtschaftstechnologien erforschen zu können, als auch die Boni früher und günstiger das Chevalier-Upgrade zu bekommen. Am besten eignen sich hierfür offene Landkarten, die man aber mittelfristig auch abmauern kann, also zum Beispiel Arabien, Zenoten oder Goldrausch. Auf noch offeneren Karten wie Atacama muss man oft länger in die Feudalzeit investieren, da mehr Militär machen, um nicht überrannt zu werden, daher klammere ich solche Karten mal vorsichtig aus. So, da sind wir auch schon im Spiel, das heißt, jetzt werde ich die Bilder dann natürlich zeigen. Ihr müsst das Ganze nicht mitschreiben, denn ich werde das sowohl im Bildschirm oben rechts anzeigen, als auch in die Videobeschreibung in einer Kurzform reinschreiben und auch eine PDF-Version in meinem Discord bereitstellen. Da müsst ihr einfach nur dem Link in meiner Videobeschreibung folgen zu meinem Discord und dort in den Kanal Build Orders. Da habt ihr auch schon vorige Sachen, die ich für die Definitive Edition nochmal schriftlich aufbereitet habe und könnt euch da eine ausführliche Version mit allen möglichen Ergänzungen quasi auch nochmal herunterladen, wenn ihr das möchtet. Wer das Ganze jetzt hier einfach mal wirklich klinisch, ohne Gegner und sonstigem Schnickschnack ausführen, da ich mich wirklich nur darauf konzentrieren will, was sich auch hier von einem normalen Scout-Rush unterscheidet, um auch wirklich die Sachen zu zeigen, die hier neu und wichtig sind. Das Ganze spiele ich jetzt auf einer abgewandelten Version von Arabien, nämlich der für den Hidden Cup 4, der jetzt bald ansteht. Das mache ich deshalb, weil auf dieser Version auf jeden Fall nur Wildschweine spawnen und keine Elefanten zum Beispiel und keine Rhinoceros. Denn wenn man einen Elefanten oder einen Rhinoceros, wenn man das bekommt, dann hat man jedenfalls mehr Nahrung auf den Tieren und mehr Nahrung macht diesen Bild deutlich einfacher. Und deshalb wollte ich es in einer Situation zeigen, in der es auf jeden Fall quasi der Standard ist und nicht mit Sachen, die es eben erleichtern können. Ja, ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr viel dazu zu sagen. Ich spiele das Ganze jetzt mal hier mit den Burgundern. Ich finde, die sehen in Gelb sehr schick aus, deshalb habe ich jetzt mal Gelb genommen, statt Rot sonst. Und sie haben auch einen hervorragenden Jingle am Anfang. Wir fangen natürlich wie üblich damit an, unsere zwei Häuser zu bauen und dann die ersten 6 Dorfwohner insgesamt auf Schafe zu packen. Ich score jetzt mit meinen eigenen Schafen ein bisschen hier rum. Ich würde sagen, das ist hier ein bisschen wichtiger als bei auch manch anderem Bild vielleicht, weil wir ein bisschen früher zum Beispiel unser Wildschwein nehmen wollen und auch unsere Rehe sehr wichtig sind, also dass wir die auf jeden Fall finden. Grundsätzlich würde ich den Bild nur dann spielen, wenn die Rehe einigermaßen erreichbar sind und man die mit dem Dorfbruder, mit dem Scout anlocken kann. Ansonsten, wenn man seine Karte anfängt zu erforschen und merkt, so die Rehe sind sehr weit weg, oder die sind irgendwie ungünstig gespawnt, dann sollte man quasi eher einen normalen Scouter spielen und vielleicht davon ab sehen, hier diese Strategie, eben diese Abwandlung zu spielen. So, wenn wir die ersten 6 auf Schafen haben, dann packen wir 2, nicht 3, 2 auf Holz. Warum? Das seht ihr gleich. Wir machen dann nämlich schon nach den 2 auf Holz einen auf Wildschwein, holen uns das Wildschwein quasi ein Stückchen früher. Das hat den Hintergrund, dass wir damit perfekt abpassen, wann ein Schaf geschlachtet wird. Das wird ihr gleich sehen. Also dieses Schaf hier, das dritte, das wir jetzt gleich schlachten, wird erstmal das letzte sein. Und danach holen wir uns direkt das Wildschwein. Wir haben hier oben eins und an der Seite. Ich hole das zuerst. Das heißt, wenn dieses Schaf hier fertig ist, sollte das Wildschwein angekommen sein. Und jetzt packen wir noch den dritten auf Holz. Dadurch sparen wir uns
quasi ein Schaf, das wir sonst noch zusätzlich hätten schlachten müssen. Geht darum, möglichst viele Tiere zu erhalten für so möglichst lange, also so lange wie es geht halt. So, wenn wir das haben, wenn wir das Wildschwein drin haben, wie gesagt, einer noch auf Holz, sodass wir hier jetzt drei haben, das ist der Standard. Und dann packen wir noch einen hier auf die auf das Wildschwein, das wir gerade erlegt haben, sodass wir dann da insgesamt 8 haben. Auch das sollte den meisten geläufig sein. Jetzt bauen wir unsere 2 Häuser, die brauchen wir sowieso gleich. Und die Produktion soll natürlich währenddessen möglichst weiterlaufen. Den Scout lasse ich noch so ein bisschen durch die Gegend laufen, auch wenn es natürlich kein... Oh, Scout ist auch gar nicht an. Kein Gegner gibt, den ich größer scouten könnte. Wir bauen, wie gesagt, die Häuser. Danach gehen wir auf Bären. Und das zweite Wildschwein nicht vergessen. Das muss man jetzt ein bisschen früher holen. Meistens sollte man immer dann loslaufen, wenn es circa noch die Hälfte der Nahrung hat. Also das erste Wildschwein, sodass man da nicht in Verzug kommt. So, jetzt habe ich hier aber schon Holz ausgegeben. Ich warte mal kurz, bis der sich da oben sortiert hat. Dann können wir das zweite Haus bauen. Und wir packen insgesamt 5 auf Bären. Also auch da eine kleine Abwandlung. Normalerweise sieht man da eher 4. Der Dorfbewohner, der die Häuser gebaut hat, kann danach auch auf Wildschwein kommen. Falls der Dorfbewohner, das an der Stelle halte ich vielleicht mal an, falls der Dorfbewohner eher in der Ecke seine Häuser gebaut hätte, würde ich ihn stattdessen natürlich zum Bären schicken, weil er da auf dem Weg liegt. Und dann noch einen mehr vom Dorfzentrum halt auf Wildschwein packen. Einfach, also ist ja jetzt letztendlich egal, welchen Dorfbewohner ich dahin schicke, nur ich wollte insgesamt hier 5 auf Bären eben haben. Wie gesagt, ihr müsst das ja alles nicht mitschreiben, ne? Also wenn es euch zu schnell geht, könnt ihr das Ganze beruhigt auch nochmal lesen. Es geht nur um eine Demonstration hier. So, und wenn das zweite Wildschwein drin ist und man so langsam an den Punkt kommt, wo die Bären saturiert werden, kann man auch schon mal drüber nachdenken, was jetzt passiert, wenn das Wildschwein alle ist. Ich mache jetzt schon mal den Wegpunkt auf ein Schaf, aber ich fange jetzt auch an, meine Rehe anzulocken. Man sollte mindestens 2 Rehe anlocken. Alles darüber hinaus ist quasi Bonus. Und nachdem wir hier die 5 auf Bären haben, schicken wir auch noch einen weiteren Dorfbewohner hier an die Nahrung am Dorfzentrum. Also jetzt zum Beispiel auf Schaf. Und währenddessen locken wir uns 3 Rehe mal an. Es sind hier 4 gespawnt, aber ich werde erstmal nur 3 nutzen. Einfach, hallo? Wart, wollt ihr den nicht? Okay, nein, dann nehmt ihr halt... Ah, das ist jetzt blöd gelaufen. Ja, nicht ganz optimal, aber alles gut. Und die letzten... Beiden Dorfwohner kommen noch auf Holz. Der erste noch auf das erste Holzverlager, der zweite baut schon mal ein neues. Wir wollen auf jeden Fall 2 Holzverlager haben. Und währenddessen sollen die anderen Dorfwohner hier quasi einfach Rehe und Schafe schlachten und ausweiden. Am besten immer nur, also möglichst immer nur ein Schaf gleichzeitig schlachten. Einfach, falsch. Danach wollen wir natürlich den Hüpfstuhl haben. Wir laufen die Bambis hier ein bisschen komisch gerade, aber das kriegen wir schnell. Und der soll ein zweites Holzverlager schon mal bauen, das wir uns dann gleich nehmen. So, noch ein Tier holen wir uns, wie gesagt. So, wir klicken die nächste Zeit, sobald es geht natürlich. Jetzt müssen wir noch ein bisschen neu verteilen, denn wir wollen auf beiden Holzverlagern jeweils 5 haben. So. Und sobald es geht auch schon, holen wir uns das Holz-Upgrade. Als nächstes steht auf der Agenda, dass wir uns eine Kaserne schon mal bauen. Das sollte spätestens dann angefangen werden. Ah, es ist so weit hinten. Naja, ist nicht schlimm. Spätestens dann angefangen werden, wenn hier 50% steht. Und ich würde am ehesten noch einen von Nahrung dafür benutzen. Also zum Beispiel hier einen von den Bären. Als nächstes wollen wir uns auch noch dieses Upgrade hier holen. Das Brustgeschirr, sobald wir das Holz dafür haben. So. Und bevor wir die nächste Zeit erreichen, wollen wir auch noch ein Haus haben. Dafür benutze ich jetzt mal einen von diesen Dorfbewohnern hier einfach. Der baut uns jetzt nochmal ein Haus. Das waren also alle Sachen, die wir noch im Übergang quasi machen mussten. Und ich glaube, ich halte jetzt mal kurz an, bevor wir in der nächsten Zeit sind. Aber alle Sachen, die wir machen mussten quasi, sind ja eingetreten. Also wir haben unsere Kaserne gebaut. Wir haben unsere beiden Wirtschafts-Upgrades geholt schon. Holz-Upgrade, Feld-Upgrade. Wir haben noch ein Haus gebaut. Das könnte nämlich sonst... Das wird sonst ein bisschen stressig. Ich habe es halt, wie gesagt, mehrfach getestet. Übrigens die rein rechnerisch beste Zeit, die man mit diesem 21 Pop, also 20 Dorfwohner plus Scout, erreichen kann, wäre Ingame-Zeit 49. Die Zeit könnt ihr euch mit einem Hotkey einschalten. Schaut einfach bei euch in der Einstellung nach, was da bei euch eingestellt ist. 49 ist rein rechnerisch perfekt, aber alles, was so im 10 Sekunden, 20 Sekunden Bereich darüber liegt, ist alles noch
natürlich akzeptabel. So, die nächsten Schritte sind jetzt, da wir einen Scouter spielen, erstmal den Stall zu bauen. Das ist das Allerwichtigste. Am besten dafür 2-3 Dorfbewohner nehmen. Da wir jetzt hier das Gebäude schon in der Nähe unserer Bären gebaut haben, mache ich das jetzt einfach mal so, dass ich hier auch mit Bärensammlern eben meinen Stall baue. Und dann wollen wir weitere Dorfbewohner erstmal noch am Dorfzentrum auf Schafe packen, bis die halt aufgebraucht sind. Mittelfristig auch das Holz am Dorfzentrum, aber das werdet ihr gleich sehen. Und nachdem eben der Stall in Auftrag ist, warten wir, bis wir 125 Holz und 125 Nahrung haben und holen uns dann das zweite Upgrade hier gleich in der Mühle. Und da, wir warten, bis dieses Upgrade fertig ist, bevor wir anfangen, Felder zu bauen. Dadurch haben wir einen gewaltigen Vorteil gegenüber allen anderen Völkern, da wir deutlich mehr Nahrung schon auf unseren Feldern haben. Und es ist noch ein Effekt, den dieses Upgrade hat, dass wir auch noch ein bisschen mehr Tragweite für alle Feldarbeiter bekommen. Das ist das zweite Feldupgrade, ist dadurch noch ein bisschen effizienter als das erste. Und der Effekt davon ist, dass wir erst, und ich habe es wirklich mehrfach durchprobiert, ungefähr um die 27 Spielminute herum unsere Felder neu säen müssen. Das heißt, wir haben jetzt für sehr, sehr lange Zeit, quasi kurz vor Imperialzeit, werden wir diese Felder nutzen können, ohne sie ein einziges Mal nachsäen zu müssen. Wir sparen unfassbar viel Holz auf diese Art und Weise und es ist sehr, sehr angenehm so zu spielen. Das werdet ihr jetzt alles quasi in Effekt sehen. Ich nehme die Kollegen hier alle mal und shift-klicke die schon mal auf dieses Schaf. Ihr könnt, das ist jetzt ein bisschen zu viel, das alles machen. So, und wir holen uns, sobald es geht, eben dieses Upgrade. 125 kostet der Spaß. Und wir haben eben möglichst viele Tiere noch übrig, da wir ja wir hätten auch noch das vierte Reh natürlich anlocken können, drei hier hatten. Und ich halte jetzt nochmal an, also jetzt ist das Upgrade ja in Auftrag, das Gebäude hier ist im Auftrag, also von daher ist alles schon ganz gut. Sobald der Stall steht, wollen wir natürlich unsere Scouts anfangen zu machen. Wie viele Scouts, das hängt einzig und allein vom Spielverlauf ab. Im Teamspiel eher mindestens so 6-7 sollten es sein, zusätzlich hier zum Startscout. Im 1 gegen 1 kann es auch mal weniger sein, je nachdem wie gut der Gegner schon gemauert hat. Aber ich gehe jetzt in dieser Build-Order mal auf 8-9 Scouts ungefähr. Aber es ist je nachdem, wie das Spiel halt läuft, wie viele ihr braucht, das kann man so immer nicht vorhersehen. Was jetzt wichtig ist, wir werden jetzt versuchen, so schnell es geht, unser ganzes Holz, das wir jetzt reinkriegen, auch in Farmen zu investieren. Und das während noch ein paar Schafe da sind. Das heißt, wir lassen jetzt die Produktion hier auf den Schafen, ab und zu mal auch vielleicht auch auf dem Bäumchen hier. Das ist nicht so krass festgeschrieben. Und wollen dann immer mehr ab und zu unser Holz runterdrücken und Felder bauen. Wir können auch mittelfristig, wollen wir auch ein paar von unseren Bärensammlern schon zu Feldarbeitern machen. Aber das ist jetzt erstmal ein bisschen in der Zukunft. Außerdem möchten wir währenddessen natürlich Häuser bauen, damit wir eben nicht populationsblockiert werden und unsere Basis auch noch abmauern. Das ist jetzt aber, muss nicht so schnell geschehen, das mit den Mauern. Besonders in Teamspielen, wenn man halt eher in der Basis des eigenen Verbündeten, in der Flanke halt kämpft. Aber wir wollen mittelfristig auch noch unsere Basis hier zum Beispiel und hier noch zumachen. Also ich habe jetzt, ich hätte die Gebäude eher hier platzieren sollen, jetzt wenn ich mir das anschaue, einfach damit die voll im Gold sind. Aber wir wollen unsere Basis auf jeden Fall noch abmauern. Aber ja, das ist jetzt erstmal so die Schritte. Und die Felder sehen wir natürlich erst, wenn unser Upgrade durch ist. So, jetzt ist es fertig und ich gebe so schnell es geht mein ganzes Holz aus. Das ist wirklich eine Frage der Effizienz hier. Man möchte das möglichst schnell investieren. Und möglichst natürlich jetzt aus Dorfzentrum und Stall produzieren. Falls man mal in einen Engpass kommt und nur eins von beiden geht, dann auf jeden Fall das Dorfzentrum priorisieren. Ganz klar. Also jetzt zum Beispiel, das war ein Fehler. Ich würde eher noch den Dorfwohner machen, damit ich auf jeden Fall hier die Sicherheit habe. Und jetzt mache ich noch den Scout dazu. Mauere ich mir das jetzt schon mal zu. Ja, und unser Ziel ist jetzt, ungefähr 18 Farmen zu haben. Wenn wir mehr Scouts machen, dann brauchen wir auch mehr Farmen natürlich. Wenn wir nur ganz wenige Scouts machen, dann würden auch zum Beispiel 16 reichen. Aber da wir ein bisschen viel mehr Nahrung als bei anderen Builds investieren, brauchen wir auch insgesamt ein bisschen mehr Felder. Das ist ganz klar. Die sind bald fertig mit den Schafen. Da gebe ich denen schon mal den Auftrag, danach auf Holz zu gehen. Aber ihr seht, ich konnte die Produktion relativ stabil halten, obwohl ich so viel Nahrung investieren musste am Anfang. Und das Ganze kommt eben durch die zusätzlichen Tiere, die wir angelockt haben, durch die Rehe. Ich fange jetzt mal an, ein bisschen mehr zu mauern schon. Ich habe jetzt hier nicht so gut gescoutet, aber dafür haben wir ja Scouts. Normalerweise würden die natürlich jetzt eher in Richtung Gegner rumturnen.
Und hier, ich kriege gerade sehr viel Holz, aber da gerade meine Schafe fertig sind, kann ich das Ganze schon investieren hier. Alles super. Wie gesagt, 18 Farmen ungefähr das Ziel, wir sind bei 11 hier. Auf einem guten Weg auf jeden Fall. So, das gucke ich mir jetzt gerade nochmal an. Dann können wir einfach hier gleich noch bauen. Schön. Und wie gesagt, auf den Bären würde ich ein, zwei auf jeden Fall noch zu Holz zu Dings Feldarbeitern machen, wenn die Bären so langsam zur Neige gehen. Wie viele Speer haben wir jetzt? Sind wir bei 7? Ich mache noch 2 dazu, dann haben wir insgesamt 8 ausgebildet. Sollte eine relativ realistische Zahl sein. So, 3 Felder machen wir noch. Der, wie gesagt, der kam jetzt hier vom Holz, aber letzten Endes ist es nicht so wichtig, wo der herkommt. So, das war jetzt Feld Nummer 18, genau. Wenn da noch mehr Bedarf sein sollte, das sieht man dann später, kann man auch noch weitere natürlich hinzufügen. Jetzt geht's auf Gold. Wir packen insgesamt 5 auf Gold und dann, was noch auf Bären übrig ist. Jetzt habe ich hier noch 2 übrig. Das heißt, wir werden dann insgesamt da 7 haben. Aber es können auch 6 sein, das ist nicht ganz so tragisch. Auf jeden Fall, die nächsten 5 kommen alle auf Gold. Und dann holen wir uns die Schubkarre. So, die beiden hier, die sind noch auf Holz gerade. Die können hier rüberlaufen. Und schaut, geht hierhin. So, wir haben wie gesagt halt die neuen Scouts. Und während wir gleich die Schubkarre entwickeln, wollen wir auch auf jeden Fall die Schmiede bauen. Denn nur mit einer Schmiede können wir nächste Zeit legen. Denen gebe ich schon mal den Auftrag, dass sie danach hier hingehen übrigens. Und dann haben wir auch bald hier alles zugemauert. Hier werde ich mal zum Karten rein einfach mauern. Schon mal hier die Schleife. So, und dann haben wir jetzt aktuell eben unsere 18 Farben. Die beiden sind noch auf Nahrung. Warum ist es halt trotzdem 19? Das verstehe ich nicht 100%, ehrlich gesagt. Die Rechnung geht bei mir nicht auf. Hier kommt unsere Schmiede. Jetzt sind 17 Farmer, wo wir 18 Felder haben. Das heißt, ein Feld wurde nicht gebaut. Das heißt, schick mal ein Dorf, wo er hin, der wird das Feld schon finden, das nicht gebaut wurde. Dann haben wir halt jetzt erstmal nur hier 6. Wie gesagt, das ist nicht so wichtig. Die machen wir noch mit Häusern zu. Wie gesagt, das Mauern auf jeden Fall machen. Und ich würde auf jeden Fall auch 2 Dorfwohner dafür benutzen. Aber es muss nicht super, super schnell passieren. Auf jeden Fall, weil man eben das meistens als Pocket spielt, da ist man grundsätzlich weniger in Gefahr. Und im 1 gegen 1 will man sowieso halt das nur machen, wenn die Karte auch einfach zu mauern ist. So, jetzt bei mir, ihr seht, ich habe schon fast genau so viel Nahrung und Gold, wie ich brauche, um eben hochzuklicken. 800 und 200. Falls es nicht der Fall sein sollte, macht einfach noch 1-2 Dorfwohner mehr. Schickt sie dann entweder noch auf ein Feld oder schickt sie auf Gold. Was auch immer gerade fehlt. Auf jeden Fall hier keine Panik, wenn das nicht 100% aufgehen sollte. In dem Fall liefere ich auch mal schnell ein bisschen Nahrung ab und klicke dann schön in nächste Zeit. So, auch da grundsätzlich ist es gut, wenn man unter 21 Minuten dann in der Ritterzeit ankommt. Ich glaube, die Ritterzeit dauert genau 2 Minuten 40 zum Erforschen. Das heißt, ich sollte rein rechnerisch bei 20:40 ungefähr ankommen gleich. Das ist schon relativ solide, aber wenn man mehr Scouts gemacht hat, dann ist es natürlich schwieriger. Wenn man weniger Scouts gemacht hat, dann geht es auch mal schneller. Mal so, mal so. So, jetzt haben wir auf jeden Fall hier schon mal unsere Feudalzeit absolviert. Es gibt jetzt 2 Varianten, die ich, mit denen ich so ein bisschen experimentiert habe und die ich auch beide vorstellen möchte. Die eine ist die konservative Variante, die wirtschaftsorientierte und wahrscheinlich auch insgesamt die schlauere Variante, die man meistens spielen sollte. Die andere Variante ist sehr, sehr aggressiv. Was wir jetzt machen werden, ist, in beiden Varianten, werden wir auf dem Weg in nächste Zeit 2 weitere Ställe bauen. Normalerweise, wenn man diesen Scouts into Knights Build spielt, ist es sehr, sehr üblich, einen zusätzlichen Stall zu bauen, mit dem man damit auf 2 insgesamt kommt und sobald man eben in die Ritterzeit geklickt hat, dann holt man sich Upgrades, wie zum Beispiel die Zuchtauswahl und sobald man in der nächsten Zeit ist, produziert man aus 2 Stellen Ritter. Wir haben gar keine Zuchtauswahl als Burgunder. Das ist aus Balancing-Gründen, damit die nicht zu stark sind. Und dafür kriegen wir aber das Chevalier-Upgrade schon ein Zeitalter früher und zum halben Preis. Das heißt, im Prinzip unsere Zuchtauswahl ist einfach das Chevalier-Upgrade. Chevalier-Upgrade gibt nämlich auch 20 Lebenspunkte mehr, aber auch noch 2 Angriffe mehr auf die Ritter. Das heißt, wenn alles erforscht ist, dann haben wir gegenüber Leuten, die normale Ritter einfach haben, plus 2 Angriff. Das heißt, wir haben einfach nur Ritter mit Zuchtauswahl mit plus 2 Angriff. Das ist das, was wir da rausbekommen.
Das heißt, unsere Ritter sind im Prinzip genauso stark wie ein litauischer Ritter, der 2 Reliquien als Bonus eingesammelt hat. Und der Nachteil ist aber, dass das Chevalier-Upgrade länger braucht zum Erforschen. Und wir können es erst erforschen, wenn wir in Ritterzeit sind, also nicht auf dem Weg, wie das andere Völker machen würden. Deshalb bauen wir einen zusätzlichen Stall, der eigentlich nur dafür da ist, diesen Nachteil auszumerzen quasi. Es muss nicht unbedingt sein, ihr könnt es auch mit einem Stall spielen, dann spart ihr halt noch einiges an Holz. Vor allem, wenn ihr die konservativere Variante, also die wirtschaftsorientierte Variante spielen wollt, würde ich das auf jeden Fall in Betracht ziehen. Es kommt darauf an, wie es gelaufen ist, ob ihr glaubt, dass ihr es verkraften könnt, wenn ihr mit der Ritterproduktion ein bisschen hinter eurem Gegner her seid. Dann könnt ihr auch mit 2 Stellen spielen, aber ich würde aus Prinzip erstmal die 3 immer anvisieren. Die haben nicht so die Eile, aber die sollten natürlich fertig sein, bevor ihr in der Ritterzeit seid. So, jetzt haben wir, wie gesagt, hier 2 Varianten, die wir spielen können. Und deshalb mache ich hier quasi jetzt für euch an der Stelle einen Save und werde dann gleich zu dieser Stelle zurückkehren. Dann spielen wir das einmal in der wirtschaftlichen Variante und einmal in der aggressiven Variante. So, als erstes gucken wir uns die wirtschaftlichere Variante an. Und da müssen wir eigentlich nicht allzu viel an unserem Setup ändern, also wie unsere Wirtschaft hier gerade aufgebaut ist. Aber wir werden auf jeden Fall, das werden wir auch in der aggressiven Variante im Übrigen tun, uns auf dem Weg in nächste Zeit das 2. Holz-Upgrade holen. Das holen wir uns deshalb, also man könnte natürlich es auch noch so alles anpassen, dass man das auch schon in der Feudalzeit holt, aber ich finde, dass also das Holz-Upgrade hier tatsächlich in diesem Fall weniger wertvoll ist als das Mühlen-Upgrade und es aber zu teuer wäre, beide Upgrades zu holen. Das kostet halt auch nochmal 150 Nahrung, wenn ich es richtig im Kopf habe, genau 150 und dann hier nochmal 125, dann wäre man schon im Investment 275 weiter als alle anderen Spieler und es dauert halt eine Weile, bis sich das rentiert. Bei den Feldern ist es halt wirklich eine Langzeitsache, die man aber, wenn man das eben so macht wie hier, auf jeden Fall sehr, sehr profitabel eben. Der Satz macht von der Struktur keinen Sinn, aber man hat auf jeden Fall länger Profit davon. Von daher, also was wir jetzt machen werden auf dem Weg nächste Zeit, ist eigentlich nur das Wirtschafts-Upgrade hier erforschen. Wir holen uns auch das Gold-Upgrade, bauen unsere 2 Ställe. Und wir wollen auch in der Schmiede unsere 2 Upgrades erforschen, also das Defensiv-Upgrade und dann die Schmiedekunst auch noch. Das Ganze übrigens in dieser Prioritätsreihenfolge, also erst Holz, dann Gold, dann Defensive, dann Offensive. Und den Stall bauen wir erst, wenn wir es uns leisten können. Wir sind ja hier auf, mit dem einen Dorf, wo wir noch am Mauern. Der würde danach dann einfach zurück auf Holz kommen, sodass wir da wieder 10 haben. Ich baue gleich die Stelle einfach mit einem dieser beiden Dorfwohner, weil die hier in der Nähe sind. Und von Gold, da sollte eigentlich keiner abgezogen werden, damit wir halt mindestens halt so ein Mindesteinkommen haben. Also zum Beispiel, das könnten ja auch 7 sein. Ich habe ja vorher nochmal einen umhergeschickt, umverteilt. Oder es hätte ja noch einer weiter ausgebildet werden können, wenn es nicht ganz gereicht hätte. Aber 6 ist halt das Mindestmaß, was wir hier haben sollten. Und deshalb will ich da auch keinen wegziehen, sonst haben wir gleich wirklich nicht genug Gold, um überhaupt was machen zu können. So, also du machst das hier fertig. Kannst du hier wieder hochgehen. Dann schicke ich schon mal eine Dorfwohner hier runter, um einen Stall zu bauen. Und sobald es geht, holen wir uns jetzt hier das Holz-Upgrade. Ja, das trifft sich ganz gut. Dann übernimmst du mal dieses Feld einfach, dort, wenn du mit dem Bauen hier fertig bist. Oh, den Befehl hat er nicht verstanden. Gold-Upgrade ist auch auf dem Weg. Wunderbar. Hier hängt ein Dorfwohner fest. Boah, dann den zweiten Stall einfach hier noch daneben. Wie gesagt, wenn ihr denkt, dass ihr es verkraften könnt, mit der Produktion hinterher zu sein, dann macht auf jeden Fall einfach nur die 2 Stelle. Dann könnt ihr euch die beiden zusätzlichen Dorfzentren auch früher holen. So, der eine Stall ist fertig. Das Gold-Upgrade ist gerade fertig geworden. Der Defensiv-Upgrade ist auf dem Weg. Jetzt ist auch der Stall auf dem Weg. Danach packe ich die einfach mal auf Gold. Dann haben wir da auch die 7 und dann sind alle glücklich. Hier mache ich schon mal das zweite Upgrade in die Schleife. Und ihr seht, die haben noch jede Menge Nahrung auf denen. Das dauert also wirklich eine ganze Weile, bis das alles aufgebraucht ist, da wir eben die Felder erst gemacht haben, als wir schon 2 Upgrades auf denen drauf hatten. Das ist wirklich eine ganz, ganz hervorragende Sache. So, wenn wir jetzt gleich in der Ritterzeit angekommen sind, haben wir verschiedene Sachen, die wir machen können. Wir wollen, da wir hier die Wirtschaftsvariante spielen, auf jeden Fall Dorfzentren bauen. 2 Stück zusätzliche. Das erste sollte bestenfalls am Gold sein. Also perfekt ist es, wenn beide Dorfzentren so ein bisschen Holz mit abgreifen können. Zum Beispiel hier würde ich einen guten Spot sehen, dann können wir das Gold hier schützen und Produktion da quasi auch hinhaben. Und wir wollen auf jeden Fall auch einen zweiten Wald sichern, da würde ich den nehmen, das schützt auch nochmal das Gold ein bisschen. Aber ihr seht, wir können uns das noch gar nicht leisten, trotz der ganzen Investments hier in die frühen Upgrades, da wir eben die 3 Ställe haben. Also wenn der zweite Stall, wenn es nur 2 Ställe gewesen wären, dann können wir es auf jeden Fall beide Dorfzentren direkt leisten. Aber hier ist es eben so, dass wir noch den einen Stall zusätzlich haben. Jetzt gleich, wenn wir in der nächsten Zeit sind, erforschen wir natürlich das Chevalier-Upgrade, sonst macht das Ganze gar keinen Sinn.
und fangen an, Ritter zu produzieren. In dieser Variante ist es unwahrscheinlich, dass man sich direkt das zweite Defensiv-Upgrade, das jetzt hier gleich erscheinen wird, direkt leisten kann. Das ist relativ teuer. Da würde ich eher priorisieren, ein paar mehr Ritter rauszubekommen. Aber das hängt auch sehr, sehr stark von der Situation ab, ob ihr vielleicht auch glaubt, ihr könnt es vielleicht ein bisschen verzögern, dann könnt ihr das Upgrade noch holen. Ich würde es aber eher jetzt in diesem Fall einfach, weil ich quasi vom Worst Case ausgehe, mal ein bisschen verzögern, einfach um ein paar mehr Ritter aufs Feld zu bekommen und dann eher später das noch reinzuschieben. Jetzt müssen wir uns aber Gedanken machen, wie wir unsere Produktion sichern. Das Schöne ist, wir müssen uns wirklich überhaupt keine Sorgen machen, dass wir Felder neu säen müssen. Die sind nämlich alle noch proppenvoll mit Nahrung. Das heißt, wir können das gesamte Holz in Häuser und Dorfzentren hier investieren und dann auch in neue Felder, selbstverständlich. Und wir haben ein gewisses Ziel vor Augen hier, was die Felder angeht. Ich schaue mal ganz kurz noch auf meine Notizen, damit ich hier keinen Unfug erzähle. Ich habe es nämlich wirklich ganz genau rausgeschrieben oder errechnet und erspielt dieses Mal. Wenn ich es nicht falsch habe, dann sind es 27. Genau, 27 ist richtig, ich habe es doch richtig gehabt. Also 27 Felder brauchen wir insgesamt, um aus zwei Stellen, also wie gesagt, der eine ist so ein Bonusstall, die drei kommen wir gleich noch, aus zwei Stellen und drei Dorfzentren konstant produzieren zu können. Also die Nahrungszufuhr, die wir brauchen, wären jetzt nochmal 9 Felder mehr. Das ist gar nicht mal so viel. Da kommen wir auch relativ schnell drauf und dann wollen wir 12 auf Gold haben, damit auch die Goldeinnahme für die Einheiten eben stimmt. Das ist das Ziel, wo wir jetzt hinkommen wollen. Am ehesten müssten wir hier die Nahrung priorisieren, aber das kann man auch wirklich ganz flexibel machen. Und das erste Ziel natürlich, was Holz angeht, ist erstmal zwei Dorfzentren zu bauen. Das heißt, das machen wir jetzt zuerst. So, das Upgrade kommt. Die zwei Ritter kommen. Dann nehme ich hier die und baue hier. Und packe hier mal die Produktion auf Holz, dass wir das gleich wieder ein bisschen kompensieren können. Ja, ich lasse vielleicht mal einen mehr noch hier. Und ich mache die Produktionsschleife hier so voll, wie es geht. Mehr als zwei kann man sich erstmal nicht leisten. Das habe ich auch in den meisten Tests so gehabt. Und wie ihr seht, also das ist eine relativ kostenintensive Angelegenheit. Das können wir uns auf jeden Fall noch nicht holen. Und sobald halt nochmal 275 Holz da sind, können wir auf jeden Fall auch das nächste Dorfzentrum holen. Ich wäre schon fast geneigt, dass eher hier zu bauen, einfach weil sie näher dran sind. Aber wir wollen natürlich, soweit es geht, auch Ritter produzieren währenddessen. Das wollen wir es mal hier hin einfach. So, super. Jetzt haben wir das erledigt, also die beiden Gebäude sind im Bau und jetzt wollen wir einfach die Produktion sichern. Das heißt, jetzt müssten wir einfach neun Felder dazu bauen. Und noch fünf weitere oder sechs weitere, je nachdem, in welcher Situation wir uns befinden, auf Gold noch schicken. Das heißt, ab jetzt kann ich auf jeden Fall alles an Holz hier investieren. Wir haben auch noch einen Blick oben auf die Bevölkerung natürlich, hier, dass ich rechtzeitig wieder anfange, Häuser zu bauen. Ich pack den jetzt einfach mal auf Gold. Also einigermaßen halte ich die Produktion hier offen, immer wenn, aktiv meine ich natürlich, immer wenn wenn ein bisschen Gold da ist, dann machen wir daraus einen neuen Reiter. Der hier ist auch, das Dorfzentrum ist natürlich auch an Gold, das heißt, können wir gleich auch noch nutzen. So, jetzt mache ich mir hier auf Holz mal wieder, dann kann ich hier eher die Goldproduktion abholen. Und wie gesagt, um uns das Upgrade zu holen, müssten wir auf jeden Fall unsere Ritterproduktion kurz mal einstellen. Das mache ich jetzt einfach mal. Also ich habe jetzt ja währenddessen ganz gut Ritter produziert. Jetzt warte ich mal kurz, bis ich mir das Upgrade holen kann. Wir haben auch schon bald unsere neue Feldzahl erreicht, die wir auf jeden Fall brauchen. Und noch einen mehr auf Gold, dann haben wir auch da alles schon, was wir brauchen. Also es ist nicht, ich würde es nicht so in Stein gemeißelt sehen, das Ganze, sondern einfach euch das als Ziel im Kopf behalten. So, jetzt ist das Upgrade auf dem Weg. Ab jetzt werden wieder Ritter gemacht. Und alle drei Dorfzentren sollen produzieren. Jetzt kann ich hier auch wieder auf Holz gehen. Jetzt haben wir dieses Etappenziel quasi erreicht und ab jetzt würde ich auch die Build Order als für beendet erklären. Aber das ist das Ziel, wo ihr hinarbeiten könnt, wenn ihr aus euren zwei Stellen, also die gleiche Produktion wie jeder andere, üblicherweise in Ritterzeit auch, sichern wollt, plus halt die Dorfzentren. Das ist die Zahl, auf die ihr jetzt gehen wollt. Das im Übrigen gilt für jedes Volk, das ist nicht nur bei den Burgundern, aber ich finde das hier besonders angebracht, weil wir eben diese zwei Stelle zusätzlich gebaut haben, statt nur in einem Stall, dass ihr da so ein bisschen die Zahlen habt. Wenn ihr jetzt quasi tatsächlich alle drei Ställe benutzen wollt, und das wäre jetzt hier ein logisches nächstes Ziel, weil der dritte Stall steht ja nun mal schon, dann brauchen wir nochmal sechs mehr
auf Gold und nochmal 5 mehr auf Nahrung ungefähr. Das heißt, ich würde jetzt einfach nochmal 5 mehr Felder bauen und nochmal 6 mehr auf Gold einfach schicken. Also hier lasse ich mal die Produktion hier. So langsam brauche ich auch mir wieder Häuser. Das heißt, ich stelle mal einen ab, der hier Häuser baut. Ich glaube, das kommt sogar zu spät. Ich lasse mal 2 Leute Häuser bauen. Das war zu spät. Also das auf jeden Fall im Auge behalten. Wenn man das so viele Gebäude produziert, passiert das schnell mal. Und ich habe immer noch kein Feld neu gesät im Übrigen. Das kommt erst in 1-2 Minuten. Das ist wieder ein Thema. Im Übrigen auch das weitere Upgrade, das ihr hier noch habt, das könnt ihr auch noch einschieben natürlich. Je nachdem, wann es klappt, wann ihr es euch leisten könnt. Schmeiß jetzt mal ein. Außerdem das Upgrade hier, die Pferdehaltung, ist auch günstiger für die Burgunder. Es kostet nur halb so viel. Ist auch ganz angenehm. So, jetzt sind wir auch schon. Das nächste Etappenziel wurde bereits erreicht. Also ich habe jetzt mehr Gold und mehr genau so viel Nahrung eben, wie ich brauche, um jetzt hier wirklich aus allen 6 Gebäuden, die ich habe, konstant zu produzieren. Um jetzt in die nächste Zeit zu kommen, müssen wir natürlich einen Überschuss generieren. Dafür bräuchten wir zum Beispiel die Handkarren und wir bräuchten nochmal mehr Felder. Wir bräuchten unsere nächsten Gebäude. Aber ich will es auch nicht komplett übertreiben. Diese Build-Order soll euch nicht bis Spielstunde 3 führen, sondern wirklich nur Prinzipien des Makros so ein bisschen mitgeben. Ähnliche Prinzipien haben wir jetzt gleich auch, wenn wir die aggressivere Variante uns anschauen. Aber mit dieser Variante kommt ihr wirklich sehr solide und den anderen Spielern ebenbürtig durchs Spiel. So, jetzt spielen wir die aggressive Variante und auch da werden wir natürlich 3 Ställe bauen, denn wir wollen jetzt hier drauf gehen, aus 3 Ställen und einem Dorfzentrum konstant zu produzieren. Das ist jetzt unser Ziel und wir werden, also das ist wirklich eine aggressive Variante, das könnt ihr spielen, wenn ihr ziemlich weit zurück seid oder wenn ihr den Gegner wirklich überrumpeln wollt. Das sind ein paar Varianten, in denen das Sinn ergeben wird. Also wie auch in der anderen Variante kommen noch 2 neue Ställe hinzu. Darüber hinaus wollen wir aber jetzt hier nicht so viel auf Holz haben, denn wir werden ja keine neuen Dorfzentren bauen. Wir wollen stattdessen unser Ziel erreichen, um an die Produktion, die Produktion aus 3 Ställen und einem Dorfzentrum zu sichern. Und dafür brauchen wir 22 auf Nahrung und 18 auf Gold. Das heißt, das mit dem Gold, das wird jetzt das Problem, denn wir sind schon bei 18 Nahrung. Das heißt, das wird nicht so tragisch. Wir werden Leute von Holz einfach abziehen. Da werden wir sehr, sehr wenige nur auf Holz haben. Das Ganze aber erst, nachdem wir das Upgrade haben, denn das kostet Holz. Und nachdem wir die Stelle so ein bisschen halbwegs gesichert haben. Das heißt, die Umverteilung kommt jetzt gleich, wenn ich genug Holz eingesammelt habe, um meine 2 Ställe zu bauen. Und dann holen wir jetzt trotzdem natürlich die anderen Upgrades auch noch. Das sind so die nächsten Schritte hier. So, hier muss gleich einfach das Upgrade kommen. Der Kollege hier, den schicke ich einfach gleich hier hin, dann kann er da direkt die anderen Ställe bauen. So, du kannst schon mal auf Gold. Wie gesagt, wir wollen einfach insgesamt, die Zahl habe ich noch gar nicht genannt. Also, wir wollen ungefähr 12 auf Gold umverteilen, sodass wir dann gleich nur noch ein paar ergänzen müssen einfach. Also, wir verteilen von Holz oder sonst Dingen, die rumlaufen, welche auf Gold um, da 12 zu haben. Das ist die Zahl. Gold ist, Produktion ist jetzt auch gesichert. Der erste Stall ist in Produktion. Und ich sag mal, wenn ich so bei 100 Holz bin, dann starte ich damit weitere rumzuschicken hier. Das sollte jetzt so langsam klappen. Dann haben wir jetzt hier 11 auf Gold. Schicke ich noch einen mehr, dann haben wir 12. Wunderbar. Das falsches Upgrade. Das hier kommt dazu. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit lassen können damit. Ich weiß nicht, ob dieser Stall jetzt hier gleich wirklich in Produktion gehen wird. Wird knapp werden. So. Ich weiß nicht. Ich glaube, der Stall wird nicht rechtzeitig fertig. Ich nehme noch einen weiteren dazu. In diesem Fall ist es natürlich deutlich tragischer, wenn die Ställe verzögert sind, denn wir wollen die wirklich alle benutzen. Ich werde jetzt wieder einen natürlich gleich benutzen, um einfach das Chevalier-Upgrade zu erforschen. Und mit den anderen fangen wir direkt an, Ritter zu produzieren. So, der Stall ist nicht ganz fertig, aber wird er im Moment sein. Das war ein bisschen zu spät angefangen, leider. Was jetzt kommt, ist natürlich, wie gesagt, das Upgrade hier. Captain Panzer für Pferde, holen wir es diesmal früher. Das Upgrade hier zum Chevalier entwickeln, das machen wir auch. Und wir haben jetzt hier, wenn wir die beiden noch mit reinzählen, die jetzt hier schon den Befehl haben, hier dazuzukommen, haben wir dann gleich 13 auf Gold und 18 auf Nahrung. Das heißt, wir müssen einfach jetzt
da die nächsten Schritte einleiten, um zu den 22 und 18 zu kommen. Deshalb würde ich erstmal meinen Wegpunkt jetzt hier auf Holz am Dorfzentrum setzen, um die weiteren Felder erstmal zu bauen, also die Nahrungsproduktion erst zu sichern und dann die Goldproduktion zu sichern. Und im Prinzip alles, was wir an Holz einnehmen, geht jetzt einfach nur in Felder und Häuser. Sobald wir halt wieder welche brauchen. Wir haben halt relativ gut Häuser vorgebaut. Wie ihr seht, das Gold ist jetzt gerade hauptsächlich das Problem. Aber auch eben das große Investment, das wir hier getätigt haben. Auch hier könnte man das Argument vorbringen, das Ganze so ein bisschen zu verzögern. Das wäre auch nicht schlimm. Baue ich schon mal ein Haus, einfach, dass ich es gleich nicht vergesse. Und hier baue ich auch noch mal ein Haus. Da haben wir da schon mal einen kleinen Puffer. Das wäre jetzt Feld Nummer 21. Das heißt, ein Feld brauchen wir noch. Ab jetzt packe ich einfach alles hier auf Gold. Hier könnte man auch mal drüber nachdenken, weiteres Goldlager zu bauen. Das werde ich gleich einfach an die andere Seite stellen. Sobald das Holz dafür wieder reicht, natürlich. Na komm. So, jetzt haben wir die Felder. Jetzt brauchen wir nur das Gold. Und hier warten wir jetzt auf das Holz, damit ich hier an der anderen Seite noch ein weiteres Goldlager bauen kann. Bergarbeiterlager heißt das Ganze. Mal so, dann stehen die sich nicht mehr ganz so im Weg, dann ist die Produktion hier ein bisschen effizienter. Wie viele sind das dann jetzt hier? 16, das heißt zwei Stück brauchen wir noch. Aber ihr seht, von der Nahrung her ist das Ganze überhaupt kein Thema. Da haben wir auch relativ gut uns Polster schon auf dem Weg in nächster Zeit eben holen können. Und die Felder sind extrem effizient, von daher passt das schon. Und hier nochmal zwei Häuser, das werde ich gleich nicht vergessen. So, und wir sind bei den magischen Zahlen angekommen. Wir haben 18 auf Gold, wir haben 22 auf Nahrung und ab jetzt können wir tatsächlich aus drei Stellen konstant Ritter produzieren und den Gegner damit bestenfalls überrennen. Können es natürlich mittelfristig... Oh, das Upgrade habe ich gar nicht geholt. Das könnte auch ein Grund dafür sein, dass ich nicht so viel Nahrung ausgegeben habe schon. Jetzt würde ich erstmal wieder welche auf Holz packen, da wir uns eventuell auch noch Dorfzentren holen wollen. Oder vielleicht wollen wir sogar auf den vierten Stall gehen, wenn wir es halt wirklich komplett übertreiben wollen. Dann müssten wir auch nochmal natürlich mehr auf Gold packen, mehr auf Nahrung packen und dafür bräuchten wir immer Holz, um das Ganze zu bewerkstelligen. Und wir müssen unsere Häuserproduktion sichern, von daher ab jetzt würde ich einfach alles auf Holz erstmal packen. Wir haben jetzt verschiedene Optionen, also wie gesagt, die Dorfzentren könnte man jetzt noch dazu bauen, ganz vom Spielverlauf halt. Oder eben noch einen weiteren Stall. Im Falle eines weiteren Stalles müssten wir nochmal so 5-6 auf Nahrung und 5-6 auf Gold ungefähr packen. Dann würde ich auf jeden Fall hier aber ein weiteres Goldlager oben aufmachen. Also das hier ist schon sehr hart an der Grenze der Effizienz. Ja, aber das sind im Prinzip so, ist im Prinzip so das Follow-up, wenn man es wirklich komplett aggressiv spielen möchte. Hier hole ich mir jetzt gleich auch nochmal kurz das Upgrade. Baue auch das Upgrade mal kurz ein. Wie gesagt, ist günstiger für uns. Aber hier kann man wirklich mit drei Stellen komplett durchpumpen und sehr, sehr, sehr aggressiv spielen. Hängt sehr stark vom Spielverlauf ab, ob das notwendig oder sinnvoll ist. Aber ich wollte das Ganze mal, da ich es halt ein bisschen rumprobiert habe, euch mal mit auf den Weg geben, wie man da hinkommt. Die Zahlen, wie viele Dorfwohner man überall braucht, das ist gut, wenn man das auswendig weiß. Ich werde es auch jetzt vergessen, wenn ich dieses Bild lange nicht mehr spiele oder allgemein mir darum nicht Gedanken mache. Aber wenn man das so grob im Kopf hat, plus minus zwei, drei Dorfwohner, dann reicht das auch. Und es geht nur darum zu zeigen, wie es von Makro her aufgebaut sein sollte, um wirklich perfekt zu laufen. Jetzt hätten wir zum Beispiel genug Holz, um weitere Ställe, weitere Dorfzentren oder weitere Felder zu bauen. Damit beende ich mal auch diesen Part des Builds, die aggressivere Variante. Ich hoffe, euch hat der Bild gefallen und ihr könnt euch für euch nochmal ein bisschen was mitnehmen. Das Ganze wird in mehr oder weniger ähnlicher Form auch für andere Völker funktionieren, die jetzt nicht dieselben Boni haben. Da kann man dann natürlich aber die Felder nicht so lange benutzen. Das heißt, da muss man mehr Holz einplanen, da man die Felder früher neu machen muss. Wir können das jetzt mal ein bisschen noch durchlaufen lassen. Die Felder sind nämlich gleich vorbei. Einfach, dass wir das mal ein bisschen im Kopf haben, wann das tatsächlich aufhört, noch aus der Vollzeit eben zu kommen.
So, ich habe auch gerade Häuser gebaut, auch ein guter Zeitpunkt, das Video zu beenden, aber 27, 26, ich habe jetzt hier mein erstes Feld, das ich neu machen muss. Also da haben wir unfassbar viel Holz gespart und auch das Ganze sehr stark nach hinten geschoben. Das ist Bahnenvölkern so nicht möglich. Daher dieser Bild ein bisschen mehr darauf ausgelegt. Ich habe das, wie gesagt, so ein bisschen im Testen und beim Profis schon zusammengeschustert. Ich hoffe, euch hat das gefallen, bringt euch für euer Spiel noch was und ich sehe euch dann im nächsten Guide. Bis dann.